Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dead by Daylight. Heute zwei Runden Survivor und ich muss sagen, es lief eigentlich relativ gut. Bis auf einmal, da habe ich einen Fehler begangen, der eher dumm war, aber hey, nobody is perfect. Ich würde einfach sagen, genießt die zwei Runden und damit ihr es wisst, meine Perks sind Schattenschritt, Kreis der Heilung, Hart im Nehmen und Niederwill. Ich denke, die Kombi ist eigentlich recht cool. Also ich liebe das Segnen der Totems. Das ist einfach echt mega. Und Hart im Nehmen ist auch cool, wenn ich es halt immer verchecken würde. Aber sonst alles super. Ich würde sagen, genug geschwafelt. Viel Spaß. Okay. Dann versuchen wir mal zu überleben. Und es heißt versuchen. Bin mir da nicht so sicher. Totem, wo seid ihr? Wo ist er? Wo bist du? Oh oh. Die Richtung muss ein Totem sein. Totem segnen. Da hat's Dead by Daylight erwischt. Oh Gott, der Name. Da hängt er. Und wir hauen mal ab, haben wir Schattenschritt. Ich würde gerne mal wissen, was es überhaupt für ein Killer ist, aber egal. Wir werden es irgendwann erfahren. Wir haben sie ihn gerettet, sehr schön. Ruin hat er nicht, auch gut. Uiuiuiuiui. Was haben wir für einen Killer? Mit meinem Glück ist es ein Geist und der hat mich gleich. Aber dann hätte ich vorher keinen Ding gehabt. Das war knapp. Wo ist er? Okay, er jagt Aiden. Und er hat mein Totem ausgemacht, der Arsch. Ich würde sagen, ich renne hin und mache mein Totem wieder an. Oh oh. Okay, jetzt hängt er. Der wird jetzt gleich zu uns kommen, nur so es weißt. Da ist er. Oh, das ist der Hillbilly. Perfekt, ich komme! Dead by Daylight! Okay, ich komme nicht mehr.
Dann singen wir das Totem hier nochmal schön brav. Dann hat er zwei Totems, hm? So. Da hinten läuft da, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, da hinten läuft da. Und abhauen. Ah, ich lieb Totem segnen, ey. Also Schattenschritt ist echt nice. Was bist du? Hab dich doch gerade gehört. Wuhu. Ah. Er wird wohl auch das Heal-Totem drin haben, also heil dich selbst. Ja, der hat sogar der hat nur das Heal-Totem drin. Nee. Die Low-Budget-Version also. Aber die Low-Budget-Version ist auch okay. So, und adieu. Mein Totem leuchtet noch. Das ist schön. Das heißt, wir haben auf alle Fälle zwei fixe Heal-Punkte. Aha. Kein Keller. Das ist immer schön. Also ich schätze mal, wenn der kommt bei der Türe geradeaus. Oder ich sehe ihn am Fenster. Ich glaube nicht, dass er hinter uns erscheint. Hoffe ich. Sonst schrei ich wie ein Mädchen. So oder so. Und weiter geht die wilde Fahrt. Da war doch irgendwo ein Totem. Wo ist die Totemanzeige? Da irgendwo. Wenn ich es richtig gesehen habe, läuft er da hinten. Gar nicht so schlecht. Ich hätte es nicht jinxen sollen. Hey, jetzt wahrscheinlich kommt er und tötet mich. Da lang. Da kam er vorbeigedüst. Macht einen auf Düst-Düst. Ein Schattenschritt ist echt nie, ist echt bäh. Schade, kannst du nicht überglänzen. Er ist schon wieder weg. Och, komm schon. Och, ihr lasst ihn einfach so zurück? Ist das euer Ernst? Ja, okay. Also ich würde ja Dead by Daylight retten. Okay. Okay, hat Mori. Ich gehe auch lieber. Der hat kurz gewartet, ob jemand kommt, um ihn zu retten. Und dann hat er gemorrit. Okay, erste Runde. Lief doch gar nicht so schlecht. Okay, war ein bisschen langweilig, weil wir nie den Killer gesehen haben. Aber hey,
lief doch gar nicht so schlecht. Okidoki. So, mal schauen, ob wir ihn kommen oder ob wir am Haken verenden. Eins von beiden wird es auf alle Fälle sein. So, wo ist ein Totem? Totem. Da will ich nicht rein. Ich buhle mir hier mal einen zurecht. Oh, es ist Ghostface. Wo ist Ghosty? Ghosty, hi! Warum tritt er mein Totem aus? Mein nettes Totem, Mensch! Toll! War so klar, dass er sie zurückkommt. Er kommt jetzt sicher wieder her und schaut. Alles klar. Freiheit! Alter, ich würde sagen, abhauen. Au! Och, komm schon! Nein! Verschwind! Haben schon wieder so ein Low-Budget-Ding. Warum haben die immer Low-Budget-Dinger drinnen? Aua! Und das Blöde ist, ich kenne die Map einfach so gut wie null. Ich habe zwar als Killer hier schon mal drauf gespielt, aber noch nie als Survivor. Hi. Oh nö. Irgendwo hier war ein Totem. Ja. Oh Gott, lassen Sie sich gleich fangen. Okay, ich war nicht viel besser. So. Selbstheilung. Keine Sorge, ich komm gleich. Ich muss mich nur heilen. Aua! Nicht schon wieder, Mann! Aber gut, er wurde wenigstens dabei gerettet.
Was langsam brauchen wir aber ein paar Chance. Sehr schön. Hier ist kein Generator. Direkt, du musst doch ein Generator sein. War nicht hier drinnen einer? Ah, da drin. Ja, genau. Schmier mal ab. Aua! So. Alter, ich muss schon sagen, also die Selbstheilung ist doch echt gut. Aber es war so klar, dass er genau dorthin rennen muss, wo ich stehe. Oh, er wird wenigstens weiterhin verfolgt. Lügt denn da Schönes? Oh. Hi. Da will ich nicht lang. Da will ich auch nicht lang. Bisschen schneller reparieren. Und da ist er schon leer. Wo kommt der Dude hin? Da hinten. Okay. Alter, du weißt, dass der jetzt sicher zu uns kommt, oder? Das in die andere Richtung gerannt. Gut für mich. Schlecht für ihn. Einmal kurz dingeln. Okay. Kimi Barlow wird gejagt. Ist Kimi Barlow. Da ist er. Aua! Aber hey, wir sind entkommen. Ah, muss sagen, waren recht chillige Runden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao!